Ich bin voll. Dann nehme ich ihn mit. Ja. Badadadam. Gehen wir. Nee, von da oben kamen wir, okay. Von da oben sind wir gekommen. Wir müssen ja dann jetzt genau da rein. Ich habe irgendwas gehört. Ich höre doch da schon wieder was. Dann testen wir doch mal. Nee, ich teste nicht die Mammel. Ich will noch einen Schritt machen. Guter Schuss. Das, ja, war Zufall. Oh, die da oben haben Sachen liegen lassen. Ich mach schnell nach oben. Ich höre Kram. Nee, ich höre auch jede Menge. Ich die mitnehmen. Ich kann sie mitnehmen. Ich gebe dir später noch ein bisschen Munition für die. Oh fuck, hier ist so ein Typ mit so einem Ding und so einem. So einem, oh ja. Hier ist der Obermacker oder so. Nicht umstoßen! Spring doch da runter! Gut, da können wir jetzt nicht mehr hoch. Was willst du denn? Ach, ich hüpfe hier. Kann ich hier. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier nicht runterhüpfen? Ja, Granaten sind vielleicht nicht unbedingt die dümmste Idee. Ich hätte. Guten Tag. Ich hätte die Leiter vielleicht nicht umstoßen sollen. Nee, jawohl, wir können hier noch rennen. Okay, der ist leer geschossen. Ja, ich lauf dann mal. Ach, die für komische Geräusche, ey. Jetzt habe ich das voll aufwärtshaken, hätte ich machen können. Schau mal einer an. Ah, guten Tag. Ey, Junge, ich hab den. Weg! Drehtritt! Ja, komm. Bam! Ups. Ich habe keine Ich habe nur noch Blendgranaten. Aber ich glaube, die helfen gegen die. Ich habe noch eine Brandgranate. Affen nicht so viel. Wow! Scheiße, Mann. Kräuter? Vor allem auf die ihr da rummachen sollt, Berggeräusche. Das war gut. So. Wie viel stehen da jetzt noch? Stehen die beide noch? Da stehen noch beide auf einem Fleck. Der steht nicht mehr. Hast du mit deinem Raketenwerfer geschossen? Ja. Ist tot alles? Mann, ist der weit geflogen, ey. Also, du siehst ja, wo der liegt hier, ne? Ja. Ich stand, als ich gerade geschossen habe, hier. Ja. Der ist bis da hinten hingeflogen. So, ich nehme das grüne Kraut mit. Ich heile mich mal gerade, ne? Ich stelle mich noch mit dazu. Geben. So. Hier ist noch. Pistolenmunition. Pistole hast du noch? Ich habe noch 49. Dann nehme ich mir das mal. Kann ich jetzt wieder aufstellen? Ja, genau. Dann machen wir das mal eben. Ich hampel mal hier ein bisschen in den Häuschen rum. Ja, ich habe hier auch noch 2-3 Vasen. Kaputt. Gold. Ich hoffe mal, dass es das jetzt war. Ja, die Musik ist mal aus, ne? Ja, aber das heißt ja nichts. Doch, das heißt bei Resident Evil immer was. Ja, aber es kann ja sein, dass nochmal was kommt. Nee, nee, darf nicht. Nee! Kann man das auch kaputt machen? Ach, das kann man auch kaputt machen. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden für weiter zu gehen. Noch nicht! Das kann ich jetzt nicht erwarten. Hier ist eine Kurbel. Eine Kurbel? Ich mal. Ah, dann geht eine Brücke auf. Ja, okay, mach mal. Da kommen gleich bestimmt wieder ganz viele Zombies. Dann lasse ich die Brücke wieder runter. Okay. Was ist passiert? Die Brücke bleibt nur so lange oben, bis ich sag, ich lass los, dann fällt sie runter. Das heißt. Ach so, das heißt, wir müssen zu zweit. Ja. Geht's raus, da geht's raus. Hast du unten soweit alles abgegrast? Nein. Nein. Es kann sein. Ich hoffe, dass jetzt nicht nochmal was passiert. Ja, wenn nicht, bin ich relativ zügig unten. Wow! Okay. Das war eine Falle, aber ich bin sie umgangen.
Weil ich ein bisschen blöd auf der Falle stand. Da waren diese komischen Spieße, die aus dem Boden kommen. Und da war so ein Goldsäckchen war da. Und ich war halt genau passend, dass die Spieße mich nicht getroffen haben. Haha, er steht auf meiner Falle. Sie sollte jetzt auslösen. Sie sollte jetzt auslösen. Warum löst die nicht aus? So. Hier habe ich alles. Ich denke, das war's soweit. Wenn du jetzt nach links gehst, dann kommst du an diese Brücke, die ich bewegen kann. Untersuchen? Ich darf nicht mehr untersuchen. Wie ich die Brücke gerade bewege. Ich will aber untersuchen. Das heißt, ich muss da jetzt rüber dapscheln. Kannst du da jetzt rüber gehen, solange ich nicht loslasse? Kontrollpunkt. Öffnen. So. Dann lass ich mal hier los. Oh! Du warst doch schon durch! Ich bin aber zurückgegangen. Warum gehst du zurück? Ja, weil ich so um die Ecke gucken wollte, was da ist. Okay, das nächste Mal frage ich lieber nochmal nach. Okay. So. Untersuchen. Schon wieder eine Sackgasse. Nicht zu fassen. Okay, also diesmal warte ich einfach, bis du durch das Tor durch bist. Dann. Ja. Bitte. Okay. Öffnen. Bitte noch gedrückt lassen. Ja, lass ich. Aber du stehst doch gar nicht auf der Brücke. Okay. Ich lass dann jetzt los. Ah, die Tür ist ja, auf. Ja, ich bin drin. So, und ich kann hier oben rum, denke ich. Das Tor geht nicht auf. Es ist von der anderen Seite verriegelt. Nee, du musst mir helfen. Ach, scheiße. Du musst irgendwie nach oben, über eine Treppe vermutlich. Du musst mir da... Wow! Fuck, hab ich mich erschrocken, Alter. Oh, da war so eine scheiß Schlange in dem Ding drin, in dem Krug. Schon wieder. Mal die Tür auf. Oh, was ist das denn? Ein Juwelenkäfer. Was will ich so alles finden, wenn man kann man die muss? Töten, die Schlangen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Weil die krabbeln jetzt hier auf dem Boden noch rum. Nicht, dass sie mich nochmal beißt. Ich habe noch ein grünes Kraut mit. Das letzte grüne Kraut übrigens. Ich habe noch ein rotes. Ne, ich habe noch zwei rote. Was habe ich denn noch? Ich habe noch die Smith & Wesson M29. Magnum. Und eine Blendgranate habe ich noch. Ah, okay. Ich mach den mal auf. Ich muss erstmal auf der Karte checken, ob das hier nicht war. Ja, ist ja gut, ey. Unten war ich schon. Hier ist noch ein grünes Kraut. Geht's nach unten, vermutlich, ne? Ja. Ja. Ach. Oh, da liegt ein Dokument. Tagebuch eines Jugendlichen. 5. April. Ein Mann, der angeblich Vorarbeiter in der Ölanlage ist, wo wir hinwollen, hat uns heute besucht. Er sagte, er wolle alle, die in der Nähe des Ölfeldes leben, gegen irgendeine Krankheit impfen. Bestimmt. Die Generation meiner Eltern wurde hereingelegt. Man stahl ihnen ihr Land und machte ein Ölfeld daraus. Wahrscheinlich fühlen sich die Verantwortlichen schuldig, denn neuerdings wollen sie in unserem Dorf helfen. Als wir einen Sumpf nicht überqueren konnten, bauten sie eine Art Seilbahn für uns. Manchmal bringen sie uns sogar Alkohol aus dem Ausland mit. Diese Medizin ist wahrscheinlich auch sowas. Alle in unserem Dorf freuen sich über die Medizin, aber ich will sie nicht. Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Mir ist nur der Vorarbeiter nicht geheuer. Clever, der Kerl. 8. April. Alle sind zum Ölfeld gegangen, um die Impfung zu bekommen. So ruhig ist das Dorf normalerweise nicht. Heute kann man nur schlafen. Ist Student. 9. April. Ich habe tagsüber zu viel geschlafen. Student, sag ich doch. Und konnte nachts nicht schlafen. Student. Es war laut draußen. Alle haben sich mitten im Dorf aufgeregt unterhalten. Die anderen Kinder haben alle Fieber bekommen. Die Mütter haben Wasser geholt, um die Kinder zu kühlen. Aber das hat nicht geholfen. Am nächsten Morgen waren sie alle tot. Am Morgen ist unser Anführer... Waren sie alle tot? Am Morgen ist unser Anführer zum Ölfeld gegangen. Er wollte herausfinden, ob die Medizin schuld am Tod der Kinder ist. Als er zurück ins Dorf kam, sagte er, dass die Kinder an der Krankheit gestorben seien. Er befahl allen, sich noch mehr Impfungen geben zu lassen. Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst vor der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten und mich impfen zu lassen. 10. April. Im Dorf gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig, vielleicht weil die Kinder gestorben sind, aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum und bewegen sich nicht. Ich frage mich, ob sich die Krankheit ausbreitet. 11. April. Heute konnte ich nicht still sitzen. Irgendetwas bewegt sich in mir.
Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe. Er hatte überall Kriegsbemalung. Dabei gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht wie ein Mensch aus. Was passiert mit den Leuten in meinem Dorf? 12. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. 13. April. Kopfschmerzen, Fieber, bin wütend. Draußen großen Mann gesehen. Riesig, wahrscheinlich Einbildung. 14. April. Fühle mich gut. Schreie aufgehört. Scheint Spaß, will töten. Gewehrmunition. Was mache ich jetzt damit? Ach, guck mal, Magnum-Munition. Habe ich dir eben gerade gegeben, als du am Lesen warst. Dann kann ich dir vielleicht noch hier... Du kannst mir dein Kraut noch geben. Ich gebe dir lieber Munition. Ich will aber Kraut. Dann kriegst du halt Kraut. Moment, nee, ich krieg kein... Ja. Ich bin voll. Tja, dann... Weil du mir die dumme Munition geben musstest. Pack die doch... 63 Munition, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich es behalten. Ja, siehste. Jetzt bin ich voll drauf und dran, alles zu gucken. Nur um noch was zu finden. So ein Emblem zum Beispiel. Nur weil ich schon 2 Stück gefunden habe. Hier liegt noch Pistolenmunition. Da kann man rüber. Nimm die doch mit! Ich bin voll. Ach, da müssen wir sogar hin. Oder? Weiß ich nicht. Noch mehr Pistolenmunition. Pistolenmunition. Nehme ich mit. Ja, scheint, als müssten. Ach, das ist die Seilbahn, von der er gesprochen hat. Dann gehe ich nochmal schneller in den anderen Gang gucken, was da ist. In der. Wenn da Pistolenmunition ist, musst du leider mitkommen. Ne, da ist nur eine Kiste. Was ist da drin? Eine goldene Maske. So, und hier ist doch bestimmt irgendwo irgendwas versteckt. Nee, natürlich nicht. Irgendwas, was glänzt oder so. Na, dann fahren wir mal Seilbahn. Yay! Benutzen. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Wenn wir, wenn wir uns gleich steuern können, dann müssen wir irgendwie noch schießen. Aber, ne. Oh. Ende des Kapitels. Oh, wir sind schon in 3. Sehr nett. Beenden Sie Kapitel 3, 1. Trophäe. Die Ergebnisdaten werden gesendet. Boah. Eine Dreiviertelstunde haben wir gebraucht. Na gut, wir sind ja Sie durch das ganze Sumpf-Moor-Dings da durchgefahren, ne? Was? Weiter. Ich habe ja gesagt, wir haben 46 Minuten, knapp 47 Minuten gebraucht, aber wir sind ja auch durch hier halb Afrika gegondelt. So. Wow, jetzt bist du jetzt so laut hier. Ich? Ja, ich bin auf meinem, hier in meinem Headset ist so ein Dings drin, so ein Lautstärkeregler. Habe ich mich mal draufgelegt. So, alles verkaufen. Erstmal alle Schätze verkaufen. 26.000. Okay. So, jetzt kann ich mal meine Kackwaffe ein bisschen aufmotzen. Dich bewege. Verbessern. Hm. Schaden. Verbessern ist R1. Was kann ich denn noch verbessern? Das nicht. Das kann ich. Boah, das kostet 12.000. Ich kann die Kapazität von meiner Pistole erhöhen, dann kann ich 100 Schuss drin halten. Sieht so dumm aus. Ich mache erstmal hier, glaube ich. Was kostet das denn? 3.000, ist okay. Dass ich ein bisschen mehr Munition in die Shotgun reinbekomme. Momentan können Sie dieses Objekt nicht verbessern. Okay. Ladegeschwindigkeit ist eigentlich okay. So. Das kann ich nicht mehr erhöhen. Das kostet 3.000, das kostet auch 3.000. Was kostet denn das Upgrade für die Pistole da oben? Mhm. 12.000, okay. Habe ich verstanden. Wird nicht. Hier. Ach, die kann man ja drehen sogar. Warum kann ich denn hier nichts... Achso, verbessern. Machen wir mal... Durchschlagskraft. Kostet 12.000. Ich bin gerade überlegen, ob ich das Gewehr mitnehmen soll. Aber welches? Wie viel hast du denn? 2. Das besser ist? Ich habe aber so wenig Platz hier. Brauche ich unbedingt die? Dafür habe ich noch Munition. Hm. Ich brauche noch für die Shotgun-Munition. Ja, ich belasse es jetzt einfach mal dabei. Ich
denke, wir brauchen jetzt kein Gewehr. Warte. So, ich habe dir mal noch mein rotes Kräuterzeug gegeben, das kannst du kombinieren. Ja.